Straight Trash of the Year. Ah, das würde ich nicht sagen. Aber ich muss ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt auf Stray 2. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich hoffe, dass sie einfach das Gameplay improven. So wie dein 4-Minuten-Video. Und zu Stray 2 mache ich dann ein 2-Minuten-Video. Nur noch am Mods schreiben. Ich mache einfach jeden einzelnen Zuschauer als Mod. Dann können nur noch Mods schreiben, Junge. Irgendwas von da drin? Nicht. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Oh, und jetzt. Oh, jetzt kommt Boss Nummer 2. Oh mein Gott. Oh, Digga, das, guck ihn dir an, wie er da läuft. Guck ihn dir an. Jo, guck mal, wie er geht. Oh mein Gott. Zeit zu sterben, alter Mann. Die Stimme ist auch so awesome. Digga, wie kann man so bosshaft sein? Wie kann man so bosshaft sein? Hätte so gut nicht zum Mod gemacht, wären heute noch normale. Ja. Warte, wo hat es sich verdient? Let's go. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Wisst ihr, was das Beste ist? Im Laufe des Spiels findet man ja langsam heraus, wer der Arkham Knight ist. Und es ist ziemlich offensichtlich ab einem gewissen Punkt, wer der Arkham Knight ist. Und ich habe es halt nicht, ich habe es nicht gerafft. Ich habe es beim ersten Durchspielen einfach nicht gerafft. Und als es dann revealed wurde, wer der Arkham Knight ist, war ich blown away. Das kam für mich aus dem Nichts. Das kam für mich aus dem Nichts. Bis ich mich dann mit einem Kollegen darüber unterhalten habe. Und er meinte so, ja, ist doch offensichtlich, weil davor waren noch diese ganzen Szenen. Und dann war so, ja, stimmt, ist eigentlich wirklich offensichtlich. Aber für mich kam das aus dem Nichts. Er hat die Maske abgenommen und ich war so, Digga, was? Hab's auch nie gerafft. Nice, Ananas. Wir sind einfach beide gleich dumm. es hat's für mich hat es den Moment einfach nur noch besser gemacht. Weil ich einfach zu dumm war, um die ganzen Hints zu raffen. Aber es ist so awesome. Die ganze Story mit dem Arkham Knight ist so fucking awesome. Alle lost hier, ja, aber es ist... Oh, Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Es war einfach so geil, dieses Mysterium, wer der fucking Arkham Knight ist. Ich hab's so geliebt. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Lüge. Der Arkham. Lüge. Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen Das Game beendet, weil am Ende muss man irgendwie ihre Rest kann ich sie aufschrecken. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in der Nähe. Weiß ich gar nicht mehr. Versuch's dort. Ich habe dieses Spiel gefühlt 10-mal durchgespielt. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. War mir beim ersten Mal nicht hundertprozentig sicher, aber am Ende hatte ich doch recht. Für mich kam das wirklich, es kam aus dem Nichts. Ich war so, what, Digga, was? Nein! Er ist der Arkham Knight! Digga, es war so awesome. Es war so awesome. Kann es stolz sagen, dass ich die Arkham-Trilogie auf Platin habe, aber Alter, Digga, krank. Ich glaube, das werde ich nie machen. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Oh. Den Teil liebe ich am meisten. Zuerst muss ich die Anlage erkunden. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was
Warte mal, aber für die, muss man für die Platin nicht auch alle diese Kampf-Challenges machen? Oder zählen die nicht dazu? Hast du die alle gemacht? Ja, ja. Ach du Scheiße, ey. So ein Kack hätte ich keinen Bock. Ist noch einer da? Nee. Ich kann auf das Terminal zugreifen. Nochmal Shoutout an die alle hier unten sind. Ach, schön, ey. Sehen wir mal, ob Oracle recht hat. Datenverbindung aktiv. Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Zwölf Uhr. Sieben Stunden. Krank. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bad-Scanner finden. Ja, das ist okay, der Bruder hier, den wir gegen das Geländer geballert haben. Also, wenn der... mit seinem Bein. Wenn der noch lebt, ey, dann Respekt. Ach, Junge. Batman hat sich den Zufall auf den Scarecrow runtergeladen. Ja, true, Alter. So. Ach, die können wir auch noch direkt fertig machen. Sonic Merch. Wie weit bist du mit Sonic? Meinst du mit dem Video? Ich fange morgen an. Also das Skript ist fertig. Ich nehme morgen das Skript auf und dann fange ich mit dem Video an. Und ich freue mich sehr drauf. Mach mal hin, Junge. Chill mal. Ich habe heute erst alle Abgaben für die Uni fertig gemacht. Aber jetzt geht's los. Ich habe Bock drauf, aber ich muss erstmal reinkommen. Ja, richtige Opfer-Ninjas, Alter. Wenn ich den Kran benutze, werden die Panzer alarmiert. Stufenaufstieg. Hast du Upload-Pläne oder kommt das nach Gefühl, wenn ein Video fertig ist? Wenn ein Video fertig ist, wird es hochgeladen. Ich will mich nicht an Upload-Pläne halten, weil ich glaube, das schränkt dann so ein bisschen, das schränkt dann halt die Videos ein. Weil wenn ich, sage ich mal, jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen ein Video hochladen müsste, dann könnte ich manche Videos gar nicht machen. Dann würden manche Videos einfach gar nicht entstehen, weil... Dann müsste ich halt immer Videos machen, die halt dann nur eine bestimmte Länge haben, damit ich das dann halt auch schaffe. So, perfekt. Weißt du, was ich meine? Ich kann den Bad-Scanner. Deswegen sage ich, einfach gar nichts dazu. Deswegen habe ich auch in meinem Banner Videos kommen, wenn sie fertig sind. Genau. Oder Rob nach einer Kooperation fragt. Ja, genau, das ist natürlich dann auch nochmal was anderes, ne? Muss man auch dazu sagen. Das war so das einzige Video, wo ich mich dann, sag ich mal, ja, gestresst habe, aber schon, ne? So, aber. Das war ja, wie gesagt, so eine Gelegenheit, wenn er mich fragt, ob wir ein Video zusammen machen wollen oder halt einfach so ein bisschen so zusammen, dann, ja. Qualität geht über Quantität, ja, ganz genau. Deswegen, das ist halt... Keine Ahnung, wer der Arkham Knight ist. Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Qualität über Quantität, so ist es. Hat funktioniert. Wenn ein Video fertig ist, dann kommt es. ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Deswegen, aber ich hoffe natürlich, weil das ist halt,
Jetzt am Dienstag ist dann halt das Callisto-Video 3 Wochen her. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich 2 Wochen mindestens brauchen für das Sonic-Video, weil das wird so 20 Minuten lang sein. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch in einer Woche. Wer weiß, je nachdem, wie schnell ich wieder in den Flow komme. Das wird halt jetzt das Problem sein. Ich habe jetzt halt irgendwie seit 2, 3 Wochen nicht mehr gecuttet. Erstmal in diesen ganzen Flow wiederkommen. Ach. Ja, es wird dauern, Bruder. Ich fange morgen erst mit dem Schnitt an. Der Schnitt dauert halt bei mir am längsten so. Ja, einmal kein Video mehr, ja. Aber was willst du machen? Es ist halt so, ne? Machst du nix. Mal sehen, wer wird länger streamen, du oder Rob. Ach, stimmt, Rob ist auch noch dran. Was macht er? Zockt er irgendwas oder was macht er? Ich sollte zuerst die Einrichtung erkunden. Dann kann ich zum Auto zurück. Ja, du pennst auch immer bis 15 Uhr. Nee, das kann ich nicht. Ich penne wirklich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal länger als 11 Uhr gepennt habe. Egal wann ich schlafen gehe, ich schlaf immer. Ich wache immer um 11 Uhr spätestens auf. Der reacted? Ah, okay. Alter, wie viel willst du über Sonic reden? Ja, 20 Minuten. Ich habe viel zu sagen bei dem Game. Viel zu sagen bei dem Game. Hä? Aber bis 19 Uhr gepennt, wann bist du denn schlafen gegangen? Also selbst wenn wir früher irgendwie so eine Nacht durchgemacht haben, irgendwie bis 7, 8 Uhr oder so, dann habe ich glaube ich auch nie länger als bis 12 Uhr geschlafen und war dann halt wieder wach. Irgendwie kann ich das nicht. Ich sollte zuerst die Einrichtung erkunden. 11 Dann kann Uhr? ich Ja, zum okay, Auto gut, zurück. dann. Aber ich mag das halt nicht. Ich mag das relativ früh aufzustehen. So 8, 9 Uhr ist für mich optimal. Dann habe ich halt noch viel vom Tag. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn Ja. ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Ah, jetzt muss ich das wegnehmen. Nächstes Mal melde ich mich für die Hubschrauber. War klar, dass ich was schieben Zauberst du dich muss. das aus dem Arsch? Da gibt es nicht viel zum Rein. Ah, doch, da gibt's. Da gibst du einiges, nicht? Ich habe, glaube ich, irgendwie 5 Seiten. Ne, 4 Seiten. 4 Seiten habe ich. 4 Seiten Skript. Lach durch meinen so Kacke einfach tot, immer noch Ferien. Ja, genau. Das ist halt einfach nervig. Ja, die ist halt einfach nervig. Tagsüber früher nur gepennt, nach Nachtschicht. Ja gut, das ist natürlich noch was anderes, ne? Das ist natürlich noch was anderes. Ich muss meinen Schlafrhythmus auch jetzt wieder hinbekommen, weil ich habe jetzt auch wieder so einen Schlafrhythmus, dass ich halt bis 2, 3 Uhr Oracle, wach bleibe Sie haben einen der Arbeiter getötet. und dann Verdammt. immer so bis 10 Wir Uhr müssen pennen sie oder so oder aufhalten. 9 Uhr. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen Sie alle zusammen. Ja, dafür bezahlen sie ja. Ja, Batman ist einfach nur. Das Ach, Tor ist Junge. offen. Generell Sollten die wir warten ganze bleiben? Ästhetik. Oh, Junge, wie es hier auch reinregnet, weil jetzt das Glas Das kaputt ist. Hochhaus Das steht ist offen und einfach. aufgeschreit. Hier kommt ein Ja. milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Junge, ist Diamantbecher, egal, dass ich welches die Tür für die gefunden habe. Stell dir Notfähigkeit. vor, ich hätte die verloren. Was für Wo ein war die denn? naiver Optimismus. Dein 60 mm. Dein 60 mm Geschütz, ja. Es kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen, doch Du es wird nimm, mehrere das direkte nennst du Treffer brauchen, um sie zu einen kaputten zerstören. Schlafrhythmus, so verwöhnter. Vor allem Was verwöhnt. zum Teufel? Wie macht er das? Ja, für Erstmal mich wäre halt am steigen wir besten aus. Ich frage schon lange nicht mehr. so 12 Uhr schlafen gehen und dann so 7, 8 Uhr aufstehen. Das ist für mich ein gesunder Schlafrhythmus.
Panzer durch, genau wie sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Weil ich früher gelebt habe, unter meinem Bett. Machen wow. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vollgegriff habt. Hatte schon Phasen, da bin ich täglich um 15 Uhr aufgestanden und um 8 Uhr. Ne, sowas hatte ich noch nie. Das, also ich hatte schon so, wo ich dann halt um 6 Uhr dann immer pennen gegangen bin und dann halt um 12 Uhr aufgestanden bin. Aber ich weiß auch nicht. Selbst das war dann schon so, nee, hat sich nie gut angefühlt irgendwie. Das hat sich immer falsch angefühlt. Die ganze Bude auseinandergenommen, hatte Nervenzusammenbruch, ja, kann ich mir vorstellen. Hä? Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ach so, ach, das war nur so ein Symbol, okay. Sind jetzt. Oh! Pass runter. So wegballern. Schön. Hey, du lässt mich doch hier raus, oder? Ein Glück bist du hier. Wir sind rein. Los, los, los! Verteilt euch! Digga. Junge, wenn das nicht ein bosshafter Entrance ist, dann weiß ich auch nicht. Hä, hey, lass die Leute doch lurken. Ist doch nice. Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Klappen. Bin gerade nebenbei im Game, ja, ist nice. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen, das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen, ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht, bei diesem Kerl... Komm, Jan! Okay, let's go. Bam, bam, bam. Junge. Es ist einfach. Das Game ist einfach. It is too sick. Ja, wer der Typ, wer der Arkham Knight ist, das werden wir noch herausfinden. Das, also. Selbst wenn ich jetzt sage, selbst wenn ich jetzt sage, dann, Alter, was ist jetzt passiert? Yo, what the fuck, Alter. Ja, Robert, der echte, ja, der echte Tür, der echte Tier lebt noch. Danke, Rob, für deinen Raid. Ja, hast die Leute extra angestiftet, ich verstehe schon. Wow, Junge, jetzt kommen hier aber die Follows rein. Woohoo! Was geht? Hallo, hallo an alle Leute im Chat. Auf einmal der Chat hier am explodieren, Junge. 100 Leute, holy shit. Das Money regnet. Der echte Tier lebt noch. Ja, ja. Der echte Tier. Zü! Der echte Tier lebt noch. Ja, moin, moin an alle. Auch wenn es keinen juckt. Ja, aber das ist doch den YouTube-Kommentaren egal. Das musst du... Alter, okay, jetzt ist der Alert ein bisschen nervig.
Juri ist der echte Tierlebner, oder? Danke dir. Danke dir. Ja, der echte Tier. Der ist noch am Leben. Moin, aber der echte Tierlebner. Ja, ja. 114 Zuschauer, let's go. Oha, warte mal, wie kommen wir denn? Jetzt müssen wir mit dem Batmobil hier auch irgendwie hin, ne? Ja, moin. Und direkt alle hauen ab. Ja, moin an alle neun, die noch geblieben sind. Wir zocken hier ein bisschen Batman und labern nur Müll. Ah, warte mal. Hä? Warte, jetzt müssen wir doch nochmal dahin. 27 Minuten Cooldown auf Let's Go. Ah, hä? Als ob? Das habe ich aber nicht so eingestellt. Du hast geredet wie ein Löwe, Walla. Gogeta, Alter, Gogeta, nice. Danke für dein Prime. Rob empfiehlt, ich bleibe Loyalität. Ja, Ehre. Danke dir. Hä, warte mal. Wir haben den gar nicht befreit. Ich war auf einmal geflasht von dem Raid. Auf einmal der Chat explodiert. Oh ja, dieses Game fehlt mir noch in der Arkham-Reihe. Die vorherigen beiden Teile waren großartig. Und ich finde, Arkham Knight ist noch der beste Teil von allen. Das Game sieht immer noch baba aus. Es ist wirklich so. Es ist so krass. Richtig geiles Game, schon lange nicht mehr gesehen. Es ist der beste Teil. Es ist der beste Teil. Wir haben auch schon die ganze Zeit drüber gelabert. Es ist einfach. Junge. War heute wieder Satire-Stream über BR. Die haben mir gesagt, du hast irgendwie reacted oder so. Was hast du dir angeguckt? Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Joey Bitung? Ah, kenne ich noch nicht. Was hat der Kollege gemacht? Es ist schlimmer als gedacht. Den echten Tier haben wir geschaut. Mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Regelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Der ist in Electricity. Das ist zu gefährlich. Okay. Du hältst ihn auf. Das weiß ich. Der echte Tier ist krass, war gut. Ja, nice. Können wir den demontieren, weil er sagt, die Leute drauf sind. Sie durch. Ich bring sie zu Commissioner Gordon. Okay. Ja, ein bisschen Bang, haben ein bisschen Gameplay fasziniert, wie das Spielekonzept beibehalten und raus hat irgendwie, anstatt komplett auf den Kopf zu stellen, wie es eine Game soll. Ja, es ist halt wirklich, ne? Das Ding ist nur, wir haben anscheinend spielt Suicide Squad, das nächste Game von Rocksteady, auch in diesem Arkham-Universum. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Angst, dass sie das hier alles kaputt machen. Weil die haben so diese legendäre Trilogie gemacht und jetzt habe ich irgendwie die Befürchtung, dass sie es jetzt nochmal einfach kaputt machen. So, warte mal, wie kommen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir, glaube ich, da hoch, oder? Kann das sein? 69 Zuschauer. Das ist eine schöne Zahl. Das kann man machen. Es geht. Wir haben nichts zu meckern. Suicide Squad ist doch schon als Film kaputt gemacht worden. Ja. Mal gucken, wie das Spiel wird, ne? So, warte mal, wie, wo, was? Hier, ne? Oder? Nee. Müssen wir das dann nochmal... Leute, ich bin wieder lost. Wie müssen wir denn... Müssen wir das hier einfach runter platzieren? Nee. Oder müssen wir hier überhaupt schon irgendwas machen? Ah, nee. Ach, wir müssen den Typen wieder zurückbringen, ne? Wir müssen... Der scheiß echte Tier, ey. Junge, die Inszenierung ist einfach auf einem anderen Gute Level. Gute Arbeit. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Ja, jetzt geht's los. Wir sind ein wenig overhyped für den armen Kevin. Was denn? Hä? Warum? Oh,
Gott, jetzt kommt noch der Blutadler. Warum overhyped? Gotham Knights ist das neue. Ja, Gabelli, vielleicht, wie du sagst, im Leistungs Game sieht einfach vielleicht. Ja, wirklich. Es ist halt, es ist einfach, ja. Alle mit Hype reagiert. Achso. Ja, wir sind halt auch schon seit über 7 Stunden dabei. Und machen wahrscheinlich heute noch die 8 voll, aber dann ist halt auch gut, weil ich merke schon, wie mein Kopf langsam nicht mehr so gut funktioniert, aber das ist eigentlich auch Standard bei mir. Von daher. Warte mal, wir gucken uns das hier mal. Hä, weil irgendwie müssen wir doch das Batmobil dann wieder auf die andere Seite bekommen. Oder können wir hier erstmal ohne das Batmobil agieren? Oder wie war das hier? Ja, ja, wie immer. Ne, wie immer. Lost wie immer. Das ist hier. Guck mal, wie die mich nicht sehen. Bam. Ah, jetzt gab es ja auch noch so Medics und so, ne? Sind da immer noch bei dir Experten in den Kommentaren, also neue Experten, die immer noch weiter Tier schreiben, oder? Lost wie Student im Hörsaal beim Studieren des allerechten Tieres. Das ist so wirklich immer. Ach. Ich habe eine Reihe von Diagnosesimulationen erstellt, mit denen die Funktionen ihres Anzugs. Das wollte ich gar nicht. Sorry. Ich wollte. Nee. Wie komme ich denn? Ah, ja. Das hier wollte ich. So, Explosivgel. Ist bei jedem Video was anderes, aber die. Ich habe ein paar obvious Kommentare auch den Ehren. Ja, ja. Ach, die Kommentare sind schon was Schönes. Bei mir sind halt jetzt die ganzen Leute, die Callisto verteidigen. Und mit meinem nächsten Video wird das auch nur noch besser. Ach, jetzt brauchen wir das Batmobil, ne? Mit dem Batmobil kann ich dieses Rohr zerstören. Ja. Dafür muss ich es auf diese Seite der Anlage bringen. Sorry, meine Tippung, aber ich habe schon... Ach, alles gut. Ich lege da keinen großen Wert drauf. So. Okay, wie kriege ich jetzt... Da vorne? Ja, ja, Kalippo Popo voll, das ist, und wir haben nicht verteidigt, ja. Ach, hä? Ach so, ah, wir müssen dann doch hier auf diese Seite. Ja, Callisto war... Das war schon was. So, warte mal. Jetzt muss ich doch... Ja, doch. Ah, okay. Got it. Ah. Ein Hoch auf die Gamed Army. So, jetzt. Jetzt können wir rüber. Jetzt habe ich's. Sorry, hat ein bisschen gedauert, bis ich's gerafft habe. Jetzt haben wir's. Let's go. Jetzt können wir den hohen Kindern da hier mächtig auf die Fresse geben. Boom. Oh! Boom. Ananas direkt. Direkt, wenn Leute am Start sind, direkt die Links in den Chat. So muss das, Junge. So muss das. Das war der allerechte Boss der Bosse. Ja, ja, Batman ist der. Haben wir auch schon über den Drip von Batman. Batman ist der Bosse in diesem Spiel. Der Batsuit ist einfach nicht von dieser Welt, ey. Beste, ja, einfach Ehrenmods. Einfach Ehrenmods, die wissen, wie es geht. Einfach direkt, wenn Leute am Start sind, direkt links rein. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hab keine Zeit verschwendet.
Batman ist ein Psycho mit Klasse, so nämlich. Man muss auch einfach gut aussehen. Einfach den aggressiven Wirk drauf haben. So, und bumm. Damn! Oh, okay. Alter. Alles klar. Aber erstmal ein bisschen gewartet, bis die Leute abhauen, die direkt abhauen. Ja, Ehre. Ja, ich meine, ne, die Leute haben ja eingeschaltet für Rob und für hoffentlich geistreiche Reactions und nicht für einen losten Jungen, der ein Spiel nicht rafft, was er schon 10-mal durchgespielt hat. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe das nicht verstanden. Wegen den Patzerkämpfen ist das Spiel nicht angekommen oder wie? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der größte Kritikpunkt von den meisten gewesen. Ich schaffe ja. Das, Robin. Also viele mochten du das weißt, einfach was nicht, tun, ne? Was ich nicht also nachvollziehen kann, so. Kevin, ich kenne dich nicht und ich weiß nicht, was du hier zu suchen hast, aber bist sympathisch. Übrigens, der echte Tier lebt noch, danke dir. Danke dir. Das ist eine Info, die ich... Alter, ich komme mit dir...